Zinedine Zidane hat nach dem überzeugenden 2:1 in der Champions League bei Paris Saint-Germain auf große Rotationsmaschine verzichtet und stattdessen den zuletzt verletzten Toni Kroos und Luka Modric ein Comeback in der Anfangsformation ermöglicht. Die Anfangsphase ging dennoch klar an den Außenseiter aus Eibar, der im ehemaligen Frankfurter Takeshi Inoue den größten Unruheherd in den eigenen Reihen hatte. Real wartete hingegen ab, zog sich weit zurück und lauerte auf Konter. Einen sehr Gegenangriff initiierte Modric mit einem fantastischen Außenrisspass auf Brust von Cristiano Ronaldo, der Kugel perfekt mitnahm und eiskalt aus 16 Metern ins linke untere Eck zur 1:0 Pausenführung verwertete. Die zweite Halbzeit startete mit dem Schock für Real. Nach einer Ecke ließ Casemiro Ivan Ramis aus den Augen. Dieser nutzte unverhoffte Freiheit, um aus 6 Metern zum 1:1 einzuköpfen, 50. In der Folge schwankte das Spiel hin und her. Modric, 60. hatte Chance auf der einen Seite, Garcia vergab für Gastgeberführung aus jeweils aussichtsreichen Positionen. In der Endphase spielte Real dann den einzigen Joker aus, der seit Tagen nicht zu verteidigen ist, Cristiano Ronaldo. Nach einer Flanke von Dani Carvajal wuchtete der Portugiese Kugel aus vollem Lauf zum 2:1 Siegtreffer über Linie und sorgte so einerseits dafür, dass er weiterhin in jedem Spiel 2018 getroffen hat und warte zudem für seine Mannschaft mit dem dritten Tabellenplatz mögliche direkte Qualifikation für Champions League. Die Stimmen, Casemiro, Real Madrid, wir mussten heute wirklich viel arbeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr investiert und dann war es wichtig, dass wir gewonnen haben. Wir müssen nun Schritt für Schritt denken, haben nach dem schweren Spiel unter der Woche heute in der Liga nachgelegt. Tweet zum Spiel, nach außen hin ein beinharter Abwehrspieler, doch für eigenen Fans hat Sergio Ramos definitiv das Herz am rechten Fleck. Schon vor der Partie bei SD Eibar verschenkte Ramos gleich mehrere seiner eigenen Jerseys an Zuschauer. Das fiel auf Zidane ohne Experimente mit der eigenen B11 nach Eibar? Kommt gar nicht in Frage für Zinedine Zidane. Der Franzose bot beim Gastspiel im spanischen Norden gleiche 11 oft im letzten Jahr zu Beginn des Champions League-Finales gegen Juventus Turin auf dem Rasenstand. Die einzige Ausnahme war Gareth Bale, der für Karim Benzema stürmen durfte. Die Statistik 0 aus 23 auch im 23. Spiel gegen drei großen Namen der Primera Division gelang SD Eibar kein Sieg. Gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid hagelte es ausschließlich Niederlagen. Gegen Real Madrid steht zumindest schon ein Remis zu Buche. Video: Ancelotti, Conte.